Wir sind sehr, sehr stolz darauf, dass wir Ihnen heute gleich drei Dinge präsentieren dürfen. Zum einen den Verlag, zum anderen unser erstes, ich darf es charmant betitulieren, mit Baby, unser erstes Buch und dann auch unseren ersten Schritt, der auch die Allgemeinheit betrifft, in Richtung weiterer Werke. Weil damals, 2005, war die Gender Mainstreaming Strategie vollkommen unbekannt, obwohl auch damals schon Leitprinzip der verschiedenen Regierungen in ganz Europa, also man konnte es nachlesen auf den sogenannten Ministerienseiten jeweils der Länder, aber damals vollkommen unbekannt. Gender für mich, Menschen sind Menschen und wir haben da keine Auswahl, wie wir geboren werden. Nicht? Also wir sind Menschen und schon erwähnt, für mich das oberste Gebot ist, dass jede Person, dass jeden Menschen seinen eigenen Weg, den eigenen Weg zum Glück finden und verhindere nicht, dass auch andere Leute ihren Weg zum Glück finden können. Der Buchverlag ist natürlich immer sehr, sehr gut, weil überall, wo Bildung geschieht, da gibt es einen Fortschritt. Und deswegen glaube ich, dass das der Team Stronach Akademie sehr, sehr gut tut. Über welche Plattform kann man sonst noch viele Leute erreichen? Und ja, es gibt das Internet, aber das ist sehr kurz. Also ich finde, dass man ein Buch in der Hand nimmt, dass man sich mit dem Thema länger und ausgiebiger beschäftigen kann und man kann es wieder weglegen, darüber nachdenken und das schafft das Internet nicht. Es ist immer umso besser, hervorragend, dass wir junge Leute hier im deutschen Sprachraum für die Literatur begeistern können. Also der Jungautorenwettbewerb ist natürlich auch aus dieser Idee erwachsen, dass wir sagen, wir brauchen natürlich als junger Verlag Autoren und wir wollen natürlich jetzt nicht Autoren heranholen, die in anderen Verlagen zum Beispiel engagiert sind, die schon Namen haben, sondern wir wollen jungen Autoren die Chance geben, dass sie in einem neuen Verlag publizieren können. Mein Thema war das Gendern in der Sprache, das sprachliche Gendern und das ist ja in der Öffentlichkeit sehr bekannt und davon werden wir fast täglich in allen möglichen Situationen gequält und mein Beitrag war eben aufzuzeigen, dass das Gendern weder vom philologischen noch vom psychologischen Standpunkt gerechtfertigt ist. Ich muss auch sagen, dass ich mich noch nie durch die deutsche Grammatik diskriminiert gefühlt habe. Ich bin jetzt 40 Jahre alt geworden und ich wusste nicht, dass ich als Frau ständig diskriminiert werde durch grammatikalische Regeln. Ich finde das so ein Schwachsinn und ich finde, da muss auch jeder wirklich zivilen Ungehorsam zeigen. Es gibt überhaupt keine Rechtsvorschrift, die uns zwingt, gegenderte Sprache zu benutzen. Und da frage ich mich, warum tun es die Leute? Es würde schon helfen, wenn einfach jeder sagt, ich mache einfach nicht mit.